goes to... 100 Jahre Best Original Song. Von 1935 bis heute. Oscar, Can You Hear Me? Mit Kurt Schiller und Werner Staats. Oktober 2012, 0 Uhr 07. Der neue James Bond Song wird veröffentlicht. Kein zufälliges Datum. Wir sind genau 50 Jahre nach der Uraufführung des ersten James Bond Films Dr. No. Und die Kritiker sind sofort schockverliebt. Ein instrumentales Feuerwerk aus Bläsern, Streichern und ein ganzer Chor unterstreichen die Dramatik des Liedes. Ein Hit wie aus den großen Tagen Sean Connerys und Roger Moores. Adeles Titel Skyfall ist eine Hommage an die großen Bond-Songs der 60er und 70er Jahre. Kein Wunder, genauso war er ja auch gedacht. Schließlich sollte der Film Skyfall auch der Höhe- und Kulminationspunkt der Daniel Craig Bonds werden. In jedem Fall bekam kaum ein Bond-Song in den letzten Jahrzehnten so viel Lob. Am Ende auch von der Academy. Bei den Oscars 2013 erhielt er die Auszeichnung Best Original Song. Damit war Skyfall 50 Jahre, 4 Monate und 19 Tage nach der Premiere von Dr. No der erste Bond-Song, der einen Oscar bekam. Wir besprechen natürlich später, wie es dazu kam und ob so viel Euphorie überhaupt berechtigt ist. Und es gibt noch so viel mehr in dieser Episode. 4 weitere Nominierungen, die es in sich haben. Mit dabei ein sprechender Bär und eine singende Scarlett Johansson. Fragt sich, was ist die größere Besonderheit? Welcome to the Oscars. Moderiert hat die Oscarverleihung 2013 Seth MacFarlane. Er ist Schauspieler, Produzent und Comedian und Schöpfer der populären Zeichentrickserie Family Guy. 2012 hat er erstmals die Regie für einen Spielfilm übernommen. Der heißt Ted. Und schon sind wir damit beim ersten nominierten Song 2013. Ted ist eine Komödie. Darin bekommt das 8-jährige Einzelkind John zu Weihnachten einen großen Teddybären namens Ted. Sein größter Wunsch wird wahr, Ted wird lebendig. John und Ted schwören sich ewige Freundschaft. Zeitsprung. 27 Jahre später leben John, gespielt von Mark Wahlberg, und Ted zusammen mit Johns Freundin unter einem Dach. Das Problem dabei? Ted steht auf Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Johns Freundin möchte heiraten und stellt John deshalb vor die Entscheidung, der Teddy oder ich? Das Wort Kuscheltier bekommt da, wie ihr gehört habt, nochmal eine völlig neue Bedeutung. Der Film sollte in den USA ein R-Rating bekommen, also für Jugendliche unter 17 nur in Begleitung von Erwachsenen erlaubt sein. Das Studio Fox wollte sich darauf nicht einlassen, weshalb MacFarlane mit dem Projekt schließlich zu Universal wechselte. Seth MacFarlane ist nicht nur der Regisseur, sondern auch Drehbuchautor, Co-Produzent und Sprecher der titelgebenden Figur. Und er schrieb auch noch den Text zu dem Filmsong Everybody Needs a Best Friend. Die Musik stammt von Walter Murphy. Interessanter Typ, dieser Walter Murphy. Die meiste Zeit seines Lebens arbeitete er unauffällig im Maschinenraum der Entertainment-Industrie. Für Seth MacFarlane schrieb er den swinglastigen Soundtrack und Titeltrack von Family Guy. In den 1970er Jahren hatte er aber sogar einmal eine Nummer 1 in den Billboard Charts und das mit einem Instrumentalstück namens A Fifth of Beethoven. Tatsächlich eine Disco-Version von Beethovens 5. Symphonie. Sowas gab's damals wirklich. Während des Drehs hatte MacFarlane die Idee, das Lied aus der Perspektive des Teddybären erzählen zu lassen. So schrieb er das Lied um. Im Film läuft der Song zum Vorspann und wird in seiner Instrumentalversion mehrfach wiederholt. Gesungen wird das Lied von der super erfolgreichen Soul- und Jazzsängerin Norah Jones, die sich im Film auch selbst spielt. Laut Drehbuch hatte sie einmal ein Verhältnis mit Ted und ein Besuch ihres Konzerts spielt im Film eine wichtige Rolle. Hier ist Norah Jones mit Everybody Needs a Best Friend. Let's go! You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you
Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Who could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3? A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me. Everybody Needs a Best Friend, gesungen von Norah Jones aus der Komödie Ted. Der Film wurde ein fulminanter Erfolg. Mit einem Budget von 50 Millionen Dollar spielte er knapp 550 Millionen Dollar ein. Ted war einer von nur zwei Filmen, die es 2012 in die Box Office Top 10 schafften, ohne Bestandteil eines Franchise oder einer Filmserie zu sein. 2015 hatte die Fortsetzung Ted 2 Premiere, die jedoch nicht an den Erfolg des ersten Teiles anknüpfen konnte. Im Januar 2024 erschien bei Peacock eine Ted-Serie. Deren Handlung ist als Prequel im Jahr 1993 angesiedelt. Die nächste Moderation, ja, die würde ich am liebsten singen. So gut hat mir dieser Musical-Film gefallen. Viermal war ich im Kino und beim vierten Mal war es am schönsten. Les Misérables. Das ist die britische Verfilmung eines Bühnenmusicals, welches wiederum auf dem gleichnamigen Roman von Victor Hugo basiert. Ursprünglich bereits 1980 in Frankreich geschrieben, hatte es 1985 seine Premiere im Londoner West End. Und mal wieder schienen die Kritiker komplett daneben gelegen zu haben. Obwohl es Verrisse hagelte, wurde Les Misérables mit mehr als 15.000 Aufführungen zum erfolgreichsten Musical in London überhaupt. Auch ins Musical scheint Kurt also immer wieder gegangen zu sein. Regie der Verfilmung führte Tom Hooper. Es ist die Geschichte von Jean Valjean, der vom Musical-erprobten Hugh Jackman gespielt wird. Nach 19 Jahren Gefängnis, weil er für ein Kind Brot gestohlen hatte, wird er freigelassen. Aber er verstößt gegen seine Bewährungsauflage und wird unablässig von Polizeiinspektor Javert verfolgt. Das Ganze überlagert sich mit den historischen Geschehnissen des Juniaufstands von 1832 in Paris. Der Film machte da weiter, wo das Musical aufgehört hatte. Die 61 Millionen Dollar teure Produktion spielte weltweit knapp 442 Millionen US-Dollar ein. Les Misérables ist damit nach Grease und Chicago einer der erfolgreichsten Musical-Filme überhaupt. Üblicherweise werden die Songs bei Musicals ja schon Monate vorher im Tonstudio eingesungen. Das war hier nicht der Fall. Eddie Redmayne hat das Problem dieser üblichen Herangehensweise in Interviews gut beschrieben. Du musst alle schauspielerischen Entscheidungen schon im Tonstudio machen. Und das 2 Monate, bevor du das erste Mal am Set bist und die anderen Schauspieler triffst, mit denen du zusammenarbeitest. Bei Les Misérables wurden die Vocals erstmals komplett am Drehort aufgenommen. Die Darstellerinnen und Darsteller wurden am Set von einem Pianisten begleitet, der sich nach ihrem Tempo und ihrer Interpretation richtete. In der Postproduktion wurde dann das Piano durch ein Orchester ersetzt. Alles, was ihr also im Film seht, ist live gesungen. Das allein reicht aber natürlich noch nicht, damit der Film eine Nominierung für den Best Original Song erhält. Im Vergleich zum zugrunde liegenden Musical musste ein neuer, eigens geschriebener Song her. Dieser neue Song heißt Suddenly. Aber wie kam es zu dem Song? Regisseur Tom Hooper beschäftigte sich nicht nur mit dem Musical, sondern auch mit der literarischen Vorlage von Victor Hugo. Dabei stieß er auf eine Stelle, an der Jean Valjean versprach, die Tochter einer Freundin zu retten und sie zu sich nimmt. Ein Schlüsselmoment. Die Zuneigung des Kindes verändert ihn.
Das Kind an seiner Seite zu haben, gibt ihm Hoffnung und neuen Sinn. Victor Hugo verwendet viel Zeit, um diese Veränderung bei Jean Valjean zu beschreiben. In der Musical-Fassung wurde die Szene ausgespart. Für Regisseur Hooper war das ein Problem. Hooper sagte, das ist einer der unglaublichsten dramatischen Momente, über die jemals geschrieben wurde. Und wir haben keinen Song dafür. So beauftragte Hooper die Künstler, die bereits die Originalmusik und das Libretto geschrieben hatten. Den französischen Komponisten Claude-Michel Schönberg, den Originaltexter Alain Boublil und Herbert Kretzmer, der wieder für die Übersetzung ins Englische zuständig war. Kretzmer lieferte den Titel, der Rest entstand in Gemeinschaftsarbeit. Es wird also mächtig innig. Hier ist vom Original Soundtrack Hugh Jackman als Jean Valjean mit Suddenly. Suddenly the world seems a different place. Somehow full of grace, full of light. How was I to know that so much hope was held inside me? What is past is gone. Now we journey on through the night. How was I to know at last that happiness can come so fast? Trusting me the way you do, I'm so afraid of failing you. Just a child who cannot know that danger follows where I go. There are shadows everywhere and memories I cannot share. Nevermore alone, nevermore apart. You have warmed my heart like the sun. You have brought the gift of life and love so long denied me. Suddenly I see what I could not see. Someday, suddenly, has been gone. Suddenly, gesungen von Hugh Jackman in der Musical-Verfilmung Les Miserables. Soll ich dir mal meine allerliebste Nummer von allen Oscar-Verleihungen sagen? Ja, das kann was werden. Ja, wenn du mich so aufdringlich danach fragst, will ich es dir erzählen. Oscar-Verleihung 2013, also die von unserer Folge. Der gesamte Cast von Les Miserables kommt nach und nach auf die Bühne und singt live eine Kombination der Lieder Suddenly und One Day More. Mehrere Dutzend Künstler auf der Bühne, Originalbesetzung, sie kamen alle. Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie Redmayne. Luft holen. Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter und viele andere. In edelster Abendgarderobe. Das hat mich umgehauen. Da habe ich mir gedacht, so eine gewaltige Nummer mit so einer Besetzung, das ist nur bei der Oscar-Verleihung möglich. Ich habe es mir damals glücklicherweise aufgezeichnet und schaue es mir jetzt immer an, wenn ich irgendwie Kraft tanken muss. Eine volle Bühne. Ja, und viel größer könnte der Kontrast zu unserer nächsten Geschichte nicht sein. 2001 hat der Kanadier Jan Martel mit Life of Pi ein Buch veröffentlicht, dessen Haupthandlungsort ein Rettungsboot ist und dessen Grundaussage man laut Martel in drei Sätzen zusammenfassen kann. Das Leben ist eine Geschichte. Seine Geschichte kann man sich selbst aussuchen und eine Geschichte mit Gott ist eine bessere Geschichte. Ein junger Mann aus Indien mit dem Spitznamen Pi erleidet Schiffbruch. Die gesamte menschliche Besatzung inklusive seiner Familie ertrinkt. Er und ein paar Zootiere, und zwar ein Zebra, eine Hyäne, ein Orang-Utan und ein Tiger, also er und diese Tiere sind die einzigen Überlebenden auf einem Rettungsboot. Für sie geht es jetzt auf hoher See ums Überleben. Das ist die Geschichte. Oder doch nicht? Regie führt in jedem Fall Ang Lee. Der Song »Peace Lullaby« ist der Opener des Films und wird auch beim Abspann verwendet. Das Lied komponierte der Kanadier Michael Danner. Danner ist bekannt dafür, dass er neben der westlichen Musik auch andere Einflüsse aus aller Welt in seine Soundtracks einarbeitet. Für Life of Pi reiste er nach Indien und arbeitete eng mit der Texterin Bombay Jayashree zusammen. Der Song sollte ein Lullaby,
also ein Wiegenlied sein. Genauso hatte es Ang Lee bestellt. Der Regisseur hatte nämlich genaue Vorstellungen, wie das Lied zu wirken habe. Es sollte weniger schläfrig machen, sondern vielmehr ein behagliches Gefühl der Sicherheit vermitteln. Er sagte der Texterin, die das Lied für den Soundtrack auch sang, ein Kind schläft nicht, weil es schläfrig ist, sondern weil es sich sicher fühlt. Und sicherer als hier bei uns kann man sich doch eigentlich gar nicht fühlen. Hier sind vom Original Soundtrack Michael Danner und Bombay Jayashree mit Peace Lullaby. Lullaby aus dem Film Life of Pi. Sehr schöner Film, der zu Diskussionen anregt. Welche Geschichte stimmt jetzt am Ende? Und waren die Tiere computeranimiert oder nicht? Denn die sahen so echt aus, waren es aber nur teilweise. Life of Pi war 2013 auch der Film mit den meisten gewonnenen Oscars, nämlich 4. Beste Regie, Kamera, visuelle Effekte und Filmmusik. Hier gewann der Komponist des Songs Michael Danner. Den einen großen Abräumer, wie in manchen anderen Jahren, gab es 2013 nicht. Interessant ist, dass es bei den anderen nominierten Filmen meist um historische Stories ging. Bei Argo von Ben Affleck um eine Geheimdienstmission im Iran während der Islamischen Revolution 1979. Mehr Abenteuerfilm als ein echtes Abbild der damaligen Operation. Und wie wir heute wissen, gedreht mit freundlicher Unterstützung des CIA. Mit der Auszeichnung als bester Film des Jahres und 2 weiteren Oscars aber für alle Beteiligten sicher ein großer Erfolg. Steven Spielberg hingegen wusste sicherlich gut, was auf ihn zukommt, als er seinen Film über den vielleicht wichtigsten US-Präsidenten Abraham Lincoln anging. Fachleute geben zu, dass die künstlerische Bearbeitung der Person gut gelungen ist, warfen dem Film aber auch eine grobe Vereinfachung der historischen Tatsachen vor. Denn so ein Verfechter der Gleichheit der Menschen, wie der Film es darstellt, sei Lincoln gar nicht gewesen. Der Film Lincoln war insgesamt 12-mal nominiert, erhielt aber nur 2 Auszeichnungen. Für die großen Spielberg-Fans unter euch sicherlich ein gebrauchter Abend. Oder, Kurt? Ich sag dazu nichts. Ist lange her. Natürlich hätte er den Oscar verdient. Nein, ich reg mich nicht auf. Ja, und für die Quentin Tarantino-Fans war Django Unchained das Highlight. Der Kultregisseur präsentierte mit der Titelfigur einen Helden und Anti-Helden in ein und derselben Person. Und er seziert mit seiner alternativen Geschichtserzählung die Strukturen und das Weiterleben des Rassismus und der Sklaverei in den USA. Auch hierfür gab es 2 Oscars. Einer davon ging übrigens an Christoph Waltz für die beste Nebenrolle.
Wichtig ist auch, das Filmjahr 2012 hat Hollywood insgesamt ein All-Time-High, also einen Umsatzrekord beschert, der bis heute nicht wieder erreicht wurde. Gleich drei Filme spielten weltweit jeweils über $1 Milliarde ein. The Avengers, The Dark Knight Rises und Skyfall. Tja, freut sich Hollywood, dann freut sich auch Kurt Schiller. Und uns bescherte Hollywood auch wieder 5 Nominierte in der Kategorie Best Original Song. Im Jahr davor waren es zum ersten Mal in der Oscar-Geschichte nur 2 Songs gewesen. Und warum eigentlich? Nun denn, 2010 hatte die Academy eine neue Hürde für die Nominierung beim Best Original Song eingeführt. Die Songs, die nominiert werden wollten, mussten eine neue Art von Qualifikation durchlaufen. Die sah so aus. Die knapp 250 Mitglieder der Musikabteilung in der Academy vergaben Punkte für die Songs, die auf der Auswahlliste standen. Am Ende wurden nur Songs offiziell nominiert, die eine gewisse Punktzahl erreichten. Im schlechtesten Fall konnte es aber passieren, dass kein einziger Song diese Punktzahl erreichte und es überhaupt keine Nominierung gab. Ja, aber damit schaffte sich die Kategorie ja fast selbst ab. Und das wollte am Ende natürlich auch keiner. Für unser Oscar-Jahr 2013 wurden die Regeln deshalb erneut geändert. Bis heute gibt es immer mindestens 5 Nominierungen. So, genug Zahlen. Wir kommen zurück zu den elementaren Problemen des Lebens. Der nächste Song stammt nämlich aus einem Dokumentarfilm. Er ist der 3. Song, der aus einer Doku für den Oscar nominiert wurde. Der Film heißt Chasing Ice. In ihm wird die Arbeit des Naturfotografen James Bellock porträtiert. Er dokumentierte den zunehmenden Gletscherschwund infolge der globalen Erwärmung. Regie bei Chasing Ice führte Jeff Orlowski. Der Film zeigt, wie rasant das Eis schmilzt. Seine Überzeugungskraft schöpft er dabei nicht aus der rationalen Wissenschaft, sondern aus der Kunst, aus der Macht seiner Bilder. Das einhellige Urteil? Regisseur Orlowski hat mit Chasing Ice eine Dokumentation gedreht, die zwar nie laut anklagt, aber dennoch betroffen macht. Die Musik zu den Bildern schrieb Jay Ralph. Der hatte davor vor allem Musik für Werbespots komponiert. Es war seine erste Nominierung für einen Oscar. Das trifft im Übrigen auch auf alle anderen Künstlerinnen und Künstler zu, die 2013 für die Oscars nominiert wurden. Für alle war es eine Premiere. Das zeigt ganz deutlich, wie sich die Kategorie Best Original Song über die Jahrzehnte verändert hat. Es gibt kaum noch die Filmmusik und noch weniger die Songwriter-Profis, die jährlich untereinander um den Oscar konkurrieren. Für den Abspann entwarf Jay Ralph ein spärlich instrumentiertes Stück. Es sollte dem Publikum erlauben, das Gesehene zu reflektieren. Den Gesang übernahm seine gute Freundin, die Schauspielerin Scarlett Johansson. Die Violine spielte der amerikanische Violinist Joshua Bell. Johansons tiefe Stimme und Bells Violinenspiel sollten, so der Komponist, eine Dichotomie erzeugen. Werner, erklär doch mal, was eine Dichotomie ist. Weißt du's denn? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich kann's ja sagen, oder besser gesagt, Wikipedia kann es uns erklären. Dichotomie bezeichnet die Kategorisierung von 2 Objekten der gleichen Art, die einander ohne Schnittmenge gegenüberstehen, aber dennoch aufgrund bestimmter Merkmale als zusammengehörig wahrgenommen werden. Und das heißt jetzt was? Ja, also hier in unserem Fall ergänzen sich Stimme und Violine, ohne sich zu überschneiden. Sie passen zueinander und bleiben dabei eigenständig. Ein bisschen so, und jetzt erkläre ich es mal für dich, wie bei der Kinderschokolade. Außen Schokolade, innen Milchcreme und im Mund kommt das dann alles zusammen. Jetzt habe ich es kapiert. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören jetzt aus dem Original-Soundtrack von Chasing Ice Scarlett Johansson und Joshua Bell an der Violine mit einer Dichotomie und dem Titel Before My Time. Just a taste of things to come. I still smile, but I don't want to die alone. I don't want to die alone way before my time. Thank you.
calm and carry on. No worse for the wear. I don't want to die alone. I don't want to die alone. Way before my time. Is it any wonder all this empty air I'm drowning in the laughter way before my time has come. Scarlett Johansson sang hier Before My Time für den Dokumentarfilm Chasing Ice. Die Musik sagt alles. Es muss mal wieder die Welt gerettet werden. Jetzt geht es um James Bond, genauer um Skyfall. Das ist der 23. Film der originalen James-Bond-Reihe. Darin wird Bond mit dem ehemaligen Geheimdienstmitglied Silver konfrontiert, der Bonds Vorgesetzte M töten will. Sam Mendes übernahm erstmals die Regie eines Bond-Films, während Daniel Craig zum dritten Mal die Hauptrolle spielte. Aufgrund finanzieller Probleme der Produktionsgesellschaft MGM war die Pause zwischen Ein Quantum Trost und Skyfall mit 4 Jahren außergewöhnlich lang. Trotzdem wurden in dieser Zeit schon viele Entscheidungen getroffen, um schnellstmöglich in Produktion gehen zu können. Dazu gehörte zum Beispiel das Engagement von Regisseur Sam Mendes, das Drehbuch und der Titel. Zum Titelsong kursierten schon sehr früh Namen möglicher Interpretinnen. Amy Winehouse? Lana Del Rey? Adele? Gerade Adele schien ja naheliegend. Mit ihrem Album 21 brach sie zu dieser Zeit gerade einige Rekorde. Stilistisch ist sie Shirley Bassey, der James-Bond-Sängerin überhaupt, nicht unähnlich. Und manche sagen, ihr Song Rolling in the Deep hätte was von einem James-Bond-Song. Produzentin Barbara Broccoli erzählte, dass Adele das gesamte Skript las, bevor sie sich an den Song machte. Dem Regisseur Sam Mendes sagte Adele besorgt, ich schreibe sonst nur Songs über mich, aber wie kann ich einen Bond-Song machen? Mendes antwortete, schreib einfach einen persönlichen Song. Carly Simons Nobody Does It Better war ja auch ein Liebeslied. Zusammen mit ihrem Produzenten und Co-Writer Paul Epworth machte sie sich ans Werk. Epworth schaute sich nochmals die ersten 13 James-Bond-Filme an, also die Filme von Dr. No bis Octopussy. Und er analysierte die Musik. Die gesammelten Einflüsse eines John Barry, Paul McCartney und Marvin Hamlisch brachten ihn dann zu einem speziellen Akkord, dem C-Moll-Nonen-Akkord, auf dem der gesamte Song basiert. Das ergibt einen Klang, den Epworth selbst so beschrieb, dunkel und stimmungsvoll, mit einer Anmutung sowohl von Begräbnis als auch von Wiedergeburt. Das wirklich Besondere an Skyfall ist, im Gegensatz zu den letzten Bond-Titelliedern folgt Skyfall genauer der Handlung des Films. Adele und Epworth wollten eine dramatische Ballade auf Basis des Drehbuchs schreiben. Da ist gleich mal die erste Textzeile. Adele, von der der Text stammt, beginnt das Stück mit »This is the end«. Denn Bond ist zu diesem Zeitpunkt nach einer fehlgeschlagenen Operation erst einmal am Ende. Man kann die Zeile aber auch bereits als Vorahnung auf M's Schicksal betrachten. M sieht sich nach persönlichen Fehlern einer großen Bedrohung gegenüber. Man kann den Text von Adele so verstehen, dass sie Halt bei jemandem sucht, der sie schon lange Zeit beschützt hat. Aber natürlich steht auch Bond selbst im Mittelpunkt des Songs. You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. Auch der Bond-untypische Western-Showdown im Landsitz Skyfall wird vorweggenommen
verbunden mit dem Wortspiel Let the Sky Fall. Nur 10 Minuten soll Adele für den ersten Textentwurf gebraucht haben. Zusammen mit Paul Epworth feilte sie aber insgesamt 11 Monate an der Produktion des fertigen Songs. Schon im Verlauf des ersten Verkaufstages kletterte Skyfall in rund 50 Ländern an die Spitze der iTunes-Charts. Zwischenzeitlich erreichte das Lied in Deutschland, der Schweiz, Irland, den Niederlanden und Norwegen die Spitze der Single-Charts. In Großbritannien ging es hoch bis auf Platz 2, in den USA bis auf Platz 8. Und für uns am wichtigsten, Skyfall wurde als erster Bond-Song überhaupt mit dem Oscar ausgezeichnet. Wir haben ja auch lange genug darauf gewartet. Außerdem erhielt er neben vielen anderen Preisen den Golden Globe Award und den Grammy. Zu Skyfall gab es selbstredend auch ein Musikvideo. Die im 9. Monat schwangere Adele trat darin aber gar nicht selbst auf. Ihr Kommentar dazu. Ich stehe kurz vor der Entbindung und ich sehe nicht aus wie Halle Berry. Und du magst kein Video für einen Bond-Song machen, wenn du nicht wie Halle Berry aussiehst. Und jetzt stellen wir uns alle die Eröffnungsszene vor. Bond wird angeschossen, stürzt von einem Zug ins Wasser und scheint zu ertrinken. Der Vorspann beginnt, Bond wird in eine Art Unterwelt gezogen. Schatten tauchen auf. Dazu Frauensilhouetten, schlagende Herzen, Blutadern und Bonds Heimat im Kindesalter. Hier ist Adele mit Skyfall. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue. Skyfall, geschrieben von Paul Epworth und Adele Atkins. Ja, die gute Frau hat auch einen Nachnamen. Der Film spielte über 1,1 Milliarden Dollar ein und damit ein Vielfaches seiner Produktionskosten. Er wurde unter anderem mit 2 Oscars prämiert, bester Song und bester Tonschnitt. Und Werner, teilst du jetzt die Euphorie von mir und der ganzen Welt? Skyfall hat etwas geschafft, Kurt, woran viele vorher gescheitert sind. Er hat die James-Bond-Songs absolut relevant gemacht. Vielleicht braucht es dafür auch die erste britische Künstlerin seit 1985, die den Song performt. Und das grandios.
Ein guter Filmsong soll dem Film mit seinen Mitteln etwas hinzufügen. Auch das schafft Skyfall mit Bravour. Es ist die Herangehensweise, bei der ich etwas zögere. Da setzt man sich hin, hört sich den Kanon der aus heutiger Sicht klassischen James-Bond-Songs an und dann destilliert man das zu etwas Neuem. Der Autor Simon Reynolds hat mit Retromania ein ganzes Buch zu diesem Phänomen in der Popmusik geschrieben. Er würde das wohl einen Mangel an Neuheiten nennen, der die Musik von den Nischen bis zum Mainstream kennzeichnet. Aber wir wollen mal nicht so sein. Hört ihr es? Werner gibt noch Abzüge in der B-Note und kommt sich dabei schlau vor. Währenddessen freuen sich alle Fans darüber, dass die Songs aus den Bond-Filmen endlich von der Academy gewürdigt werden. Und wenn wir an die nächsten Bond-Auftritte denken, kann man sogar sagen, dass die Academy die Bond-Songs inzwischen geradezu liebt. Um den Kreis zu Les Misérables zu schließen, vom Schriftsteller Victor Hugo stammt das Zitat: Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Große Ideen, verpackt in großartige Songs. Das macht unseren Podcast aus. Wie immer findet ihr alle Songs und Filme in der Reihenfolge, in der wir sie gespielt haben, in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und über jede Art von positiver Empfehlung. Oscar, Can You Hear Me? 100 Jahre Best Original Song von 1935 bis heute.